herzlich willkommen zu unserer neunten Ausgabe vom Dig Into, dem monatlichen Podcast über Nachrichten aus der Osteopathiewelt, in dem wir einmal im Monat News aus Osteokompass auswählen, Ihnen auf den Grund gehen, sie nachfassen und ein bisschen diskutieren. Dazu picken wir uns News heraus und besprechen sie im Rahmen des Podcasts. Wir, das sind einmal von Seiten von Domerio, Anne Hähnle und Dominik Stecker und von Osteokompass Christoph Newinger. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich, dass ich euch heute die allererste News vorstellen darf. Und zwar werden wir uns heute beschäftigen mit einer News, die ist auf Osteokompass am 6.11. erschienen. Es geht um die Osteopathie, die 30 Jahre Anerkennung in England. Seit 30 Jahren ist die Ausübung der Osteopathie in England durch den Osteopath Act von 1993 gesetzlich geregelt. Unter dem Motto Osteopathie 2023, 30 Jahre Anerkennung, wurde dieses Jubiläum nun vom 19. bis zum 22. Oktober in London gefeiert. Und über diese Veranstaltung berichtet der Verband der Osteopathen Deutschland ausführlich. Der Kongressveranstaltungswebseite kann man ja entnehmen, dass das Ganze von 6 Institutionen insgesamt organisiert worden ist. Organisatoren waren The Institute of Osteopathy, ein Berufsverband im Vereinigten Königreich, der National Council for Osteopathic Research, der Forschungseinrichtung, Osteopathy Europe, den europäischen Dachverband der früheren EFFO, darüber hatten wir euch ja schon mal berichtet, und der Osteopathic International Alliance, dem Weltdachverband für Osteopathie, dem General Osteopathic Council, das ist die Berufskammer in dem Vereinigten Königreich, und der University College of Osteopathy, der ehemaligen BSO, einer Schule in England. Jetzt ist es ja so, dass wir 30 Jahre die Anerkennung feiern. Christoph, magst du ein bisschen was darüber berichten? Was bedeutet die 30-jährige Anerkennung denn konkret? Also vor 30 Jahren, 1993, ist in England oder im Vereinigten Königreich ein Osteopathiegesetz verabschiedet worden, das eben den Beruf des Osteopathen gesetzlich regelt und damit auch die Berufsbezeichnung Osteopath schützt. Mit diesem Gesetz wurde dann eben auch diese Berufskammer gegründet, den General Osteopathic Council. Und Berufskammer ist, wir kennen das vielleicht aus Deutschland, da haben wir die Ärztekammer, da haben wir die Architektenkammer, bedeutet, dass derjenige, der eben diesen Beruf ausübt, dort auch registriert sein muss, um seinen Beruf ausüben zu können. Der General Osteopathic Council in England ist also dafür da, um einmal den Berufsstand zu regulieren, um die öffentliche Sicherheit zu fördern und sicherzustellen, dafür zu sorgen, dass die Patienten die höchsten Standards der osteopathischen Versorgung erhalten und um das Verständnis für die osteopathische Praxis zu fördern. Und wie vorhin schon gesagt, muss also jeder Osteopath in England, der Osteopathie praktizieren will, bei diesem General Osteopathic Council registriert sein, sonst darf er Osteopathie nicht praktizieren. Diese Registrierung muss jede Osteopathin und jeder Osteopath auch jedes Jahr erneuern und erneut validieren. Um grundsätzlich dort zugelassen zu werden, muss man dort eine Gebühr zahlen, nachweisen, dass man ein sittlicher Bürger war, ist. Also ich verstehe es so wie das Führungszeugnis, das wir ja in Deutschland auch nachweisen müssen, und überzeugen, dass man eben in guter körperlicher und geistiger Verfassung ist und eben eine anerkannte Qualifikation besitzt. Es gibt in Großbritannien grundsätzlich 8 zugelassene Ausbildungen, bei denen man eben die Osteopathie-Ausbildung absolvieren kann. Ganz interessant vielleicht zu wissen noch als Zahl, dass es in dem Vereinigten Königreich derzeit mehr als 5.300 eingetragene Osteopathen gibt, die der Webseite dieser Berufskammer zufolge mehr als 7 Millionen Behandlungen pro Jahr durchführen. Das klingt jetzt eigentlich alles total gut und schön, dass es in England ein Berufsgesetz gibt. Jetzt ist es aber ja so, dass die Situation in England vor Ort ja doch irgendwie nicht ganz so schön aussieht oder auch sogar zur Empörung und zur Verunsicherung herrscht. Christoph, es gibt im Moment viele Empörungen unter den Osteopathen. Weißt du mehr davon?
Ja, weiß ich ein bisschen mehr davon und wir haben ja dann auch gemeinsam recherchiert. Es gibt eine altehrwürdige Osteopathie-Schule, das war damals die British School of Osteopathy, die sich dann später umbenannt hat in University College of Osteopathy. Und da ist es so, dass diese University College of Osteopathy mit dem Anglo-European College of Chiropractic fusionieren will. Und das ist natürlich eine Nachricht, die viele Osteopathen entsetzt. Wenn man das Ganze ein bisschen chronologisch beobachtet, dann muss man feststellen, dass beispielsweise der damalige Vizedirektor der University College of Osteopathy im Juli diesen Jahres zurückgetreten ist und im Oktober dann auf der Webseite dieser University College of Osteopathy diese Nachricht kam, dass diese beiden Institutionen miteinander fusionieren wollen. Wie gesagt, auf der einen Seite eine Osteopathie-Schule, auf der anderen Seite eine chiropraktische Schule. Vielleicht in dem Zusammenhang auch ganz interessant nochmal zu rekapitulieren, wann die Chiropraktik entstanden ist, wann die Osteopathie entstanden ist. Vielleicht, Dominik, kannst du uns das nochmal ein bisschen erläutern, wie diese beiden Richtungen auseinanderzuhalten sind. Gerne, Christoph. Die Osteopathie ist ja von Andrew Taylor Still begründet worden und die erste Osteopathie-Schule, die American School of Osteopathy, ist 1892 gegründet worden. Andrew Taylor Still hat die Osteopathie und diese Schule in Kirksville, Missouri in den USA begründet. Und die Chiropraktik ein paar Jahre später von Daniel David Palmer begründet worden, der 1902 das Palmer College of Chiropractic in Davenport, Iowa, in den USA gegründet hat. Seit jeher herrschen eigentlich sehr große Rivalitäten zwischen den beiden Gesundheitsberufen. Und ja, es gibt viele, viele Mythen und Geschichten, die wahrscheinlich einigen Zuhörern auch bekannt sind. Wenig bestätigt, aber viel darüber geredet. In Deutschland ist es so, dass beide Berufe eine sehr ähnliche rechtliche Situation haben. Also beide sind keine anerkannten Berufe und dürfen nur von Ärztinnen und Ärzten bzw. HeilpraktikerInnen ausgeführt werden. Und in England ist es auch so, dass es eine ähnliche rechtliche Situation herrscht. Alle ChiropraktikerInnen müssen beim General Chiropractic Council registriert sein. Ähnliche Voraussetzungen gibt es ja für die OsteopathInnen, wie wir gerade schon berichtet haben, die beim General Osteopathic Council registriert sein müssen. Ganz interessant war jetzt eben der Webseite von den beiden Institutionen zu entnehmen, dass die beiden Institutionen, also sowohl das Anglo-European College of Chiropractic als auch das University College of Osteopathy, wollen zwei einzigartige spezialisierte Anbieter zusammenbringen, um ein einzigartiges interdisziplinäres Umfeld für Ausbildung, klinische Praxis und Forschung in Osteopathie, Chiropraktik und ein breites Spektrum an verwandten Gesundheits- und anderen Disziplinen zu bieten. Ja, danke, Dominik. Also insofern hat das natürlich in England diese Nachricht, hat natürlich für viel Empörung gesorgt. Gleichzeitig können wir feststellen, dass auch eine große Verunsicherung herrscht. Hintergrund ist hierbei ein Artikel, der im International Journal of Osteopathic Medicine bereits im Februar erschienen war. Das ist ein Artikel, dessen Autoren einmal ein Oliver Thompson und Andrew McMillan, beide von der University College of Osteopathy. Und mindestens der Oliver Thompson ist gleichzeitig auch Mitherausgeber des International Journal of Osteopathic Magazine. Und der Titel dieses Artikels, der damals erschienen ist, lautete "Was stimmt nicht mit der Osteopathie?" und ist ein Rundumschlag, kann man sagen, gegen Thesen, gegenüber Grundlagen der Osteopathie, so wie sie heute von vielen Osteopathen verinnerlicht sind, und stellt da sehr viele, sehr kritische Fragen. Dieser Artikel hat zu sehr heftigen Diskussionen geführt. Es gab Leserbriefe, mehrere in dem iJournal. Auf diese Leserbriefe wurde wiederum von den Autoren mit Artikeln geantwortet.
Und das ist, wie gesagt, ein Artikel, der eben vieles von dem, was für Osteopathen selbstverständlich ist, in Frage stellt und damit eben für sehr große Verunsicherung sorgt. Und da haben wir, wie gesagt, auf der einen Seite diese Empörung gegenüber dieser Entwicklung, was diese Zusammenschluss dieser beiden Schulen angeht, und auf der anderen Seite gleichzeitig diese Verunsicherung durch diese Infragestellung von ganz wesentlichen Grundlagen der Osteopathie. Ja, so rosig die Situation in England zu sein scheint, hält dieser Artikel der Osteopathie in gewisser Weise einen Spiegel vor und kritisiert und weist darauf hin, wo mögliche Wunden der Osteopathie sind, beziehungsweise auch mögliche Schwachstellen. Ich denke, diesen Artikel kann man, er ist ja auch in Deutsch veröffentlicht worden von der osteopathischen Medizin. Und auch in Deutschland sehen wir das ja immer wieder oder immer mehr, dass die Osteopathie in verschiedene Richtungen sich bewegt und es sehr große Unterschiede gibt zwischen den Osteopathinnen und auch der Verständnisweise, was die Osteopathie wirklich ist. Ja, da hast du natürlich was Richtiges angesprochen. Also es gibt auf der einen Seite natürlich diese unterschiedlichen Richtungen, wie du es genannt hast. Und gleichzeitig baut die Osteopathie natürlich auf ganz bestimmten Grundlagen auf den Prinzipien, die jedem Osteopathen, jeder Osteopathin bekannt sind, auf dem Ansatz, dass das Ganze eben auch eine Art der Philosophie ist und so weiter und so fort. Ich greife einfach mal einen Punkt aus diesem sehr umfangreichen Artikel raus. Da geht es dann um das Thema Ganzheitlichkeit, weil ja Osteopathen für sich gerne in Anspruch nehmen, dass sie sagen, also Osteopathie ist eine ganzheitliche Form der Heilkunde. Das heißt, ich untersuche und behandle den Patienten ganzheitlich in seiner Gesamtheit. Und die Autoren natürlich nicht zu Unrecht darauf hinweisen, dass sie sagen, naja, aber der Schwerpunkt der Osteopathie bleibt doch eigentlich die Anatomie. Und wenn ich das auf die Anatomie fokussiere, wie kann ich dann gleichzeitig hergehen und sagen, dass es ganzheitlich ist? Das sind einfach so Fragen, die dieser Artikel aufwirft, das jetzt nur als Beispiel. Und Themen, mit denen man sich osteopathisch einfach auseinandersetzen sollte. Es ist halt immer die Frage, wie man das dann macht. Das kann natürlich zu Empörung oder Entsetzen führen oder eben zu Verunsicherung führen. Aber wichtig ist einfach, dass man sich damit auseinandersetzt und diese Dinge reflektiert, diesen Dingen nachgeht und überlegt, was ist dran? Was kann man ändern? Was sollte man ändern? Was muss man ändern? Und solange ein Artikel konstruktiv dazu beiträgt, ist das eine ganz wunderbare Geschichte. Wenn das zu Polemiken führt, dann ist es natürlich kontraproduktiv. Ich fand es sehr interessant, dass ich den Artikel eigentlich als Ermutigung gelesen habe, dass, und wie, so schreiben sie das auch, dass die Osteopathie sich als eine komplexe Gesundheitsintervention eben auch wahrnimmt. Und ein Absatz hat mir besonders gut gefallen, weil oft ja eben die Praxis in den Vordergrund gestellt wird in der Osteopathie und wenn wir über die Osteopathie sprechen. Und ich würde gerne ein Zitat vorlesen. Theoretisches Denken würde OsteopathInnen und Forschende dazu animieren, neue, kreative und wichtige Fragen zu stellen, analytisch über die Praxis nachzudenken und der unausweichlichen Komplexität der Gesundheitspflege einen Sinn zu geben. Wir sind der Meinung, dass die manuellen Techniken und Methoden der Osteopathie das Uninteressanteste an diesem Beruf sind. Ein spannendes Zitat. Danke, Dominik. Ich hatte das ja vorhin gesagt, der Artikel ist tatsächlich auch in Deutsch erschienen, in der osteopathischen Medizin, Heft 3 diesen Jahres ist er veröffentlicht worden und hat hier bei Weitem nicht die Wellen geschlagen, wie das jetzt in England passiert ist oder wie es dann im Rahmen des iJunes selber passiert ist mit Leserbriefen und Antwortartikeln und so weiter und so fort. Ja, vielleicht kann man daraus schließen, dass die deutschen Osteopathinnen und Osteopathen etwas gelassener sind, das Ganze nicht ganz so dramatisch sehen. Auf jeden Fall ein lesenswerter Artikel, der anregend ist und den wir von unserer Seite, glaube ich, weiterempfehlen können, dass man sich einfach mal damit auseinandersetzt und sich mit den Dingen, die daran aufgelistet werden, dass man die einfach mal hinterfragt.
Sei es, dass man dann zum Urteil kommt und sagt, nein, das ist alles Blödsinn, ich bleibe bei dem, so wie ich es meine gelernt zu haben und so wie ich es tagtäglich praktiziere. So wie ihr das von uns gewohnt seid, findet ihr natürlich den Link unten in den Shownotes. Dann lasst uns doch übergehen zur zweiten News. Die ist am 13.11.2023 dieses Jahr auf Osteocompass erschienen. Es geht um die Antrittsvorlesung an der Berliner Charité. Am Mittwoch, den 15. November, fand im Hörsaal Pathologie am Campus Charité Mitte die Antrittsvorlesung nach bestandener Habilitation von Frau Dr. Med. Gabriele Rotter vom Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie statt. Frau Dr. Rotter hat bereits diverse Studien zur Osteopathie durchgeführt. Der Titel ihrer Habilitationsschrift lautet Komplementäre und integrative Medizin in der Behandlung chronischer muskuloskeletaler Schmerzen in der Allgemeinbevölkerung und bei Musizierenden und beinhaltet die Osteopathie. Ihre Antrittsvorlesung hatte die muskuloskeletale Schmerzen in der Musikermedizin und osteopathische Medizin zum Thema. Seit ihrer Antrittsvorlesung darf Frau Dr. Rotter den Titel Privatdozentin führen. Ja, vielen Dank, Anne. Dominik, du hattest recherchiert, was der Begriff Privatdozentin eigentlich bedeutet. Kannst du uns das freundlicherweise erläutern? Man kennt es vielleicht auch unter der Abkürzung PD oder Briefdoz, also nur falls uns das schon mal irgendwo über den Weg gelaufen ist. Das bedeutet, dass man letztendlich ein habilitierter Wissenschaftler mit Lehrberechtigung ist, aber keine Professur inne hat. Also PrivatdozentInnen sind selbstständig und alleinverantwortlich zur akademischen Lehre eben berechtigt und gelten in einigen deutschen Bundesländern auch als HochschullehrerInnen und dürfen in der Regel auch Doktoranden betreuen. Durch diese Bezeichnung wird aber eben anders als bei der Professur kein Beschäftigungs- oder Dienstverhältnis begründet. Dominik, haben wir ein bisschen Hintergrundinfos über diese Habilitationsschrift von der Frau Dr. Rotter? Ja, auch da war ich neugierig und habe mal nachgeguckt. Anne hat ja schon den Titel vorgestellt. Es war eine systematische Übersichtsarbeit, bei der Frau Dr. Rotter nicht die einzige Autorin war, aber die Erstautorin. Und letztendlich war der Sinn und Zweck dieser Studie, dass viele BerufsmusikerInnen unter muskuloskeletalen Beschwerden und Störungen leiden und diese Störungen eben ihr Wohlbefinden und auch ihre Leistungsfähigkeit einschränken. Bestimmt haben einige unserer Hörerinnen und Hörer auch schon Patientinnen und Patienten gehabt, die sie dort betreut haben, aber das ist eben unter BerufsmusikerInnen anscheinend ein sehr großes Thema. Die Studie sollte letztendlich bewerten, wie groß die Prävalenz ist, also wie viele Krankheitsfälle es in einem bestimmten Zeitraum oder zu einem bestimmten Zeitpunkt gab und gibt, also wie präsent dieses Thema letztendlich ist. Außerdem sollte sie auch die Risikofaktoren, die Prävention und die Wirksamkeit von Behandlungen für diese Beschwerden bewerten und prüfen, wie die methodische Qualität der eingeschlossenen Studien ist. Also das ist ja so das Vorgehen bei systematischen Übersichtsarbeiten, dass man recherchiert und systematisch eben Literatur recherchiert. Das ist in dem Fall auch passiert. Im Dezember 2017 wurden elektronische Datenbanken systematisch durchsucht und das Ganze noch durch eine Handsuche ergänzt und nach gewissen Kriterien dann Studien eingeschlossen und ausgeschlossen und dann noch in einem zweiten Verfahren die Qualität der eingeschlossenen Studien auch noch bewertet. Nähere Infos sind der Studie selbst in den Shownotes zu entnehmen. Als Ergebnis ist rausgekommen, dass es insgesamt eine Fallkontrollstudie, 6 Kohortenstudien, 62 Querschnittsstudien, 12 interventionelle Studien und 28 Fallberichte eingeschlossen wurden und auf diese methodische Qualität hin bewertet wurden. Das Ganze hat sich dann als etwas schwierig herausgestellt, weil viele Studiendesigns, die Terminologie und die Ergebnisse sehr heterogen waren, also sehr unterschiedlich und die meisten Studien auch keine Kontrolle für wichtige Störfaktoren enthielten und auch die Definitionen grundsätzlich eher vage gestaltet wurden. Das Fazit letztendlich war, dass es, obwohl es eine große Anzahl von Studien gab, die eingeschlossen werden konnten, die wissenschaftlichen Belege trotzdem fehlen
Und es fehlen vor allem sorgfältig geplante, gut durchgeführte, hochwertige wissenschaftliche Studien zu dem Thema. Also im Moment gibt es keine Evidenz dafür, dass es ein Risikofaktor ist, Berufsmusikerin zu sein oder dass ein kausaler Zusammenhang eben zwischen diesen beiden Voraussetzungen besteht. Also man weiß nicht, ob der Beruf tatsächlich die Beschwerden hervorruft. Wir brauchen also, wie immer, mehr Forschung, mehr Forschung, mehr Forschung. Vielen Dank dir, liebe Dominik. Im Zusammenhang mit diesem Vortrag von Frau Dr. Rotter vielleicht noch der kleine Nachsatz, dass die WHO der Frau Dr. Rotter gratuliert hatte und in dem Zusammenhang auch auf die Spendenaktion hingewiesen hat. Es ist ja so, dass wenn an Hochschulen oder an der Charité Forschung betrieben wird, in diesem Fall Forschung für osteopathische Medizin, dass dafür Drittmittel eingetrieben werden müssen, also Forschungsgelder eingesammelt werden müssen. Und dafür gibt es einen Spendenaufruf, den die Frau Dr. Rotter damals initiiert hat. Und auf diesen Spendenaufruf wollen wir, so wie es auch die BAO gemacht hat, nochmal ausdrücklich hinweisen und einfach unsere Hörerinnen und Hörer bitten, soweit sie daran Interesse haben, hier diese Forschung tatsächlich finanziell zu unterstützen. Und auch diesen Link wird es dann in unseren Shownotes geben. Zum Abschluss dieser Folge möchten wir Frau Dr. Rotter natürlich zu dieser großartigen Errungenschaft gratulieren und bedanken uns für ihr Engagement in der osteopathischen Medizin. Vielen Dank euch, liebe Zuhörer, mal wieder fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über eure Likes, gefällt mir's, Abos und Weiterempfehlungen. Und wünschen euch eine gute Zeit bis zu unserer nächsten Podcast-Folge. Tschüss beisammen. Ciao.